The time to act for the internet is now. Google Actor. Load your tweets and photoshops. Let it be known that no one messes with the internet. And take it to the streets. Stop the Kraken. Hallo bei den Supportnet News. Mein Name ist Jakob Lemke. Wie ihr gerade gesehen habt, regen sich Proteste gegen ACTA. In den letzten Tagen haben wir ja viel berichtet über die Proteste gegen das US-Gesetz, gegen die US-Gesetzvorhaben SOPA und PIPA. Bei ACTA geht es um ein Anti-Counterfeiting Trade Agreement und der Text wurde insgesamt von 39 Ländern geheim verhandelt, meldet die digitale Gesellschaft. Und das ist also auch schon einer der ganz großen Kritikpunkte an ACTA, dass nämlich relativ wenig bisher Genaueres an die Öffentlichkeit gedrungen ist. In einer Broschüre ist mal zusammengefasst, warum ACTA so umstritten ist. Da gibt es also neben dem Mangel an demokratischer Glaubwürdigkeit vor allem auch Gefahren für die Meinungsfreiheit und den Zugang zur Kultur. Es werden Gefahren für Datenschutz und Hindernisse für Innovation in dem Abkommen gesehen und es ist sogar möglich, dass es dem Freihandel schaden könnte. Zusammengefasst ist das bei Netzpolitik zum Beispiel auch in verschiedensten Dossiers und Artikeln und da gibt es auch eine ganz schöne Infografik, allerdings in englischer Sprache, was ACTA denn für uns so bedeuten könnte. Was mich selbst auch etwas skeptisch stimmt, ist, dass die EU den Beitritt zur ACTA gerade im Fischereiausschuss beschlossen hat. Die beiden Sachen haben doch auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun. Ganz aktuell steht in Polen jetzt die Unterzeichnung von ACTA an. Die wollen das eigentlich dort, die dortige Regierung, am Donnerstag unterzeichnen, meldet zumindest noch der österreichische Rundfunk, während auf der Webseite des polnischen Radios zu lesen ist, dass der Unterzeichnungstermin vielleicht doch verschoben wird, weil die dortigen Politiker nach den Protesten gegen SOPA und PIPA ein bisschen kalte Füße gekriegt haben. Auch Anonymous hat übrigens schon erklärt, dass, falls Polen ACTA zustimmt, mit Konsequenzen rechnen muss. Wir werden am Ball bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.